Hallo Leute und herzlich willkommen bei uns in der Skatehalle am Stadtrand von Cottbus. Mein Name ist Paul Donat und ich bin Vorstandsmitglied beim Cottbus Wheel e.V. Unser Verein wurde bereits im Oktober 2003 gegründet. Wir sind ein Zusammenschluss aktiver Fun-Sportler aus dem Bereich Inlineskate, BMX, Mountainbike, Scooterfahren und Skateboarding, die sich im Rahmen des Vereins um die Verbesserung ihrer Trainingsmöglichkeiten bemühen. Das Ziel des Vereins ist der Aufbau und der Betrieb unserer Skatehalle sowie die Förderung des Rollsports in der Region durch aktive Jugendarbeit, Veranstaltung und Präsentation. Den Ausbau unserer Skatehalle konnten wir in den letzten Jahren gut durch Eigenleistung voranbringen. Und somit sind nun mehr als 80% unserer 2000 Quadratmeter großen Skatehalle mit einer bunten Rampenlandschaft versehen. Die Fertigstellung ist in Sichtweite. Alles gut soweit, sollte man meinen. Doch gerade für die Jugendlichen unter uns ist die Skatehalle nur schwer zu erreichen. Und die in zentrumsnahe befindlichen Skateanlagen sind in einem für uns nicht nutzbaren Zustand. Hinter mir seht ihr den Pushkin Skatepark, die Geburtsstätte des Cottbuser Rollsports. Wir engagieren uns bereits seit Jahren für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Anlage. Bisher aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln leider ohne Erfolg. Am 15. April letzten Jahres war es dann endlich soweit. Durch Ministerpräsident Dietmar Woidke wurde der Stadt Cottbus ein Fördercheck zur Sanierung des Pushkin Parks in Höhe von 30.000 Euro überreicht. Wir freuen uns, dass die Stadt Cottbus uns bei der Gestaltung der Skateanlage einbezogen hat. Jedoch stellte sich bereits bei der Planung heraus, dass das zur Verfügung stehende Budget nicht zur Größe der Anlage und den daraus resultierenden Möglichkeiten passt. Kompromisse wurden gesucht, gefunden und die Planung auf Kosten des Fahrspaßes reduziert. So kann mit den derzeitig zur Verfügung stehenden Mitteln nur die Asphaltfläche saniert und 2 der 4 geplanten Skate-Elemente gekauft werden. Sollten wir mit unserer Crowdfunding-Aktion erfolgreich sein, so könnten wir die Planung vollständig umsetzen. Und so könnte dann der neue Skatepark in der Pushkin-Promenade dank eurer Unterstützung aussehen. Jeder Cent hilft uns dabei, für die Kinder und Jugendlichen der Stadt Cottbus endlich einen attraktiven und modernen Skatepark zu bauen. Wir hoffen auf eure Unterstützung, um unser Projekt zum Erfolg zu bringen. Wenn alles klappt, sehen wir uns hier im Sommer zur Eröffnung. Bis dann!